Mit dem Herbst schließen sich unsere vier Jahresrückblicke. Ein Jahr im Ennsal bedeutet Menschen, Traditionen, Arbeit, Freude und Veränderung. So wie wir unsere Traditionen erhalten, entwickeln wir uns weiter. Kerngesund. Ein Zustand, den sich wohl ein jeder von uns wünscht. Der Titel war zugleich Programm des diesjährigen Pflegesymposiums des Sozialhilfeverbandes Liezen im Kongress Schladming. Mit Lust und Liebe vollwertig kochen, lautet das Motto des Restaurant Felian in der Arkade Liezen. Und dieses Konzept stimmt. Felian Kantine Café ist der erste grüne Küchebetrieb im Bezirk Liezen, dem dieses Level verliehen wurde. Ein exklusives Dan-Küchenstudio eröffnete die Firma Fretsche und Bichler auf 140 Quadratmeter in Schladming und präsentierte direkt und vor Ort neueste Trends und modernste Technik. Das größte Volksfest der Welt wurde kurzerhand ins Beisel von Schladming verlegt. Wo sonst könnte man ein Oktoberfest so richtig zünftig feiern? Dermavos. Bereits zum zweiten Mal veranstaltete die gleichnamige Gruppierung des Kulturvereines Schladming einen Sonntag im Zeichen des Erntedankes, rund um heimische Kultur und geliebte Traditionen. Der Schladminger Hirissundtag ist ein Fest von Einheimischen für Einheimische und natürlich für unsere Gäste. Ein Fest zum Zusammenrücken und gemeinsam feiern. Im Trachtengewand ist jede Frau schön und besonders, wenn diese Tracht so geschmack- und stilvoll ist, wie es im Trachtenhaus Eigner Tradition ist. Immer am Puls der Zeit, aber mit dem richtigen Gefühl für die Balance zwischen Tradition und Modernem ausgestattet, zeigt das Eigner-Team alljährlich, was im Trachtenbereich Trend ist und gefällt. Zum sechsten Mal wurde in Haus im Ennsal die Gesundheitsmesse ausgetragen. Eine Veranstaltung, die den Menschen themenbezogen in seiner Ganzheit erfasst. Ergänzt wurde die Messe mit informativen Vorträgen zu Themen, die für uns alle wichtig und bedeutsam sind. Landmarkt und der Ennstaler machten sich auch 2016 wieder auf die Suche nach den schönsten Gärten. Der Gartenwettbewerb setzte heuer seinen Schwerpunkt auf den Nutzgarten. Für den finalen Abend des Gartenwettbewerbes diente das tolle Ambiente der Fachschule Gröbming als perfekter Rahmen. Warum wir den Tourismus brauchen und was uns in Zukunft erwartet. So lautete der Titel des zweiten Tourismusdialoges der Region Schladming-Dachstein im Kongress Schladming, den mehr als 300 Gäste mit großem Interesse verfolgten. Die Book.li machte Station in Gröbming. Unternehmen, Schulen und Institutionen beraten und informieren über Lehre, Jobs, Karriere, Schule und Weiterbildung an drei Berufs- und Karrieremessen im Bezirk Liezen. Nach Bad Aussee wurden nun auch in Gröbming eine Fülle von Informationen und Hilfestellungen zum Thema Job und Karriere vermittelt. Der Fachverband der österreichischen Standesbeamtinnen und Beamten hat in diesem Jahr die WM-Stadt Schladming als Austragungsort ihrer Bundesarbeitstagung gewählt. Die österreichischen Standesbeamten begleiten Tag für Tag uns Österreicher durch unser gesamtes Leben. Sie teilen Momente des Glücks und der Trauer mit hohem Verantwortungsbewusstsein. Na, schau, was
Es sind die Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebenswert machen. Zusammenkommen, miteinander reden und gemeinsam Freude haben. Beim traditionellen Brezenfest in Ruppertin hat die Freiwillige Feuerwehr einmal mehr den perfekten Boden dafür geschaffen. Kletzenbrot zu backen ist in der Vorweihnachtszeit langjährige Tradition im Ennstal. In der Bäckerei Lasser werden die regionalen, unbehandelten Zutaten mit viel Bedacht ausgewählt. Nach einem alten, traditionellen Rezept zubereitet, entsteht so ein Stück Geschichte. Sportmandel stellt die Weichen für die Zukunft neu. Mit der Neueröffnung und tollen Aktionstagen ist das Team von Sportmandel am Weg zu dem Sport- und Modefachhändler im Ennstal. Im unvergleichlichen Ambiente des Schwabenstalles von Weißenbach führte Jakob Reiner durch einen Genussabend für Auge, Ohr und Gaumen. 45 Jahre gibt es die Sängerrunde Weißenbach und bereits zum 10. Mal begeisterte der Chor mit seinem Wunschkonzert. Mit einem herzlichen Christi werden künftig die Kunden des neu eröffneten Intersport-Planeigeschäftes begrüßt. Viele geladene Gäste kommen zum Eröffnungsabend. Der Kaprunner Intersport-Händler Christoph Bründl wird künftig die Geschicke des Geschäftes lenken. Ein absolutes Highlight in Haus ist die Shopping Night bei Sporthauser Kaibling. Neben dem perfekten Einkaufserlebnis wartet das Sporthauser Kaibling-Team mit Top-Beratung und den absoluten Saison-News in Sachen Sport auf. Die Kinder des Kindergartenhaus im Ennstal feiern gemeinsam das Martinsfest und lernen zu verstehen, wie wichtig Güte, Liebe und Zusammenhalt im täglichen Miteinander sind. Die Reiteralmbergbahnen starten mit viel Elan und optimalen Bedingungen in den neuen Winter. Um das Skierlebnis noch perfekter zu gestalten, wurde eine neue Verbindungspiste von der Abfahrt Pichl im Bereich Almdörfer Reiteralm zur Talstation Gondelbahn Bräunigtschett erstellt. Einkaufen ist eine Beschäftigung, die jeden von uns durch das tägliche Leben begleitet. Eben diese Tätigkeit zu einem freudvollen Erlebnis für die gesamte Familie werden zu lassen, hat sich die Arkade in Liezen mit vielen lebenswerten Highlights für die ganze Familie zur Philosophie gemacht. Die Skisaison ist eröffnet und Schladming hat zeitgerecht ein weiteres kulinarisches Highlight. Das Kulinarwerkteam rund um die Familien Estel und Krieger machen die Hohenhaustenne Schladming um den Tennestadel reicher. Das Glück ist wie Musik, man ist nie allein. Und nur glückliche Gesichter strahlten von der Bühne in einem bis auf den letzten Platz gefüllten Kongress in Schladming beim Konzert des Jahres der Marktmusikkapelle Haus im Ennstal. Ein für uns alle unverzichtbares Symbol der Advent- und Weihnachtszeit ist der Weihnachtsbaum. Den Grazer Hauptplatz schmückt dieses Jahr eine 28 Meter hohe Fichte aus Schladming und verzaubert Einwohner und Gäste der Landeshauptstadt. Mit völlig neuem Konzept begeisterte in diesem Jahr wieder der bereits legendäre Krampuslauf in Schladming. 51 Krampusgruppen aus mehreren Ländern, ein eigener Kinderbereich mit Nikolaus und perfekte Organisationen ließen den Relaunch gelingen und den größten Krampusumzug der Alpen wieder auferstehen. Im geografischen Mittelpunkt und bereits zum 5. Mal zur Pilotregion gewählt, präsentierte der Bezirk Liezen beim Tag der Regionalentwicklung in der vollbesetzten Kulturhalle Liezen die umfangreichen Arbeitsprojekte im größten Bezirk Österreichs. Für erfolgreiche Unternehmen ist es wichtig, alle Potenziale und Ressourcen innerhalb ihres Betriebes voll auszuschöpfen. Die Lehrlinge eines Betriebes sind das große Potenzial mit vielfach ungenutzten Fähigkeiten weit über ihr Lehrfach hinaus.
Die Lehrlingsakademie Ennstal sieht sich als verlässliche Unterstützung für Betriebe und ihre Lehrlinge. Weihnachten ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Gerade diesen besonderen Zauber zu erhalten, wird in Zeiten von Hektik und Stress immer schwieriger. In der Arkade Liezen hat man es sich zur Aufgabe gemacht, die Zeit ein wenig anzuhalten und den Zauber von Weihnachten gemeinsam zu leben. Am wahrscheinlich schönsten Platz der Welt, auf 1500 Meter Seehöhe, wurden vor 40 Jahren die Grundfesten der Knappelhütte gelegt. An diesem Platz hat ein klein wenig alles seinen Anfang genommen. Und es war an der Zeit, dieses Jubiläum rund um die Knappelhütte ausgiebig zu feiern. Die Gaben der Natur und des Glücks sind nicht so selten wie die Kunst, sie zu genießen. Mit der Eröffnung der Ritis Alpin Chalets wurde am Fuße des Dachsteins ein Ort geschaffen, um an einem der schönsten Plätze des Ennstales Natur zu atmen. Ein fulminanter Winterstart mit Musik und Party gehört zur Schladminger Planei wie der Schnee. Am Freitag, dem 2. Dezember 2016, feierten 8000 Gäste bei einem der größten Ski-Openings der Alpen und ließen die Nacht zum Tag werden. Den großen musikalischen Startschuss im Planei-Stadion machte der deutsche Rapper und Sänger Alligator, der die Stimmbänder der Fans mit seinen Hits »Willst du« und »Du bist schön« ordentlich aufwärmte. In der Volksschule Mitterberg St. Martin leben und erleben unsere Kinder den Weg zu Christi Geburt gemeinsam. Weihnachten gestern, Weihnachten heute. Markt und Straßen stehen verlassen. Still erleuchtet jedes Haus. Singend gehe ich durch die Gassen. Alles sieht so festlich aus. Im Advent sollte man ein wenig innehalten und sich Zeit schenken. Wo ginge das besser als bei den stimmungsvollen Adventmärkten unserer Region? Im herrlichen Ambiente des Bichlmeier-Gutes verzauberte die Adventrois in Bichl mit köstlichem Glühwein und stimmungsvoller Musik Einheimische und Gäste. Traditionell am letzten Sonntag vor dem Weihnachtsfest wurde in der evangelischen Kirche Schladming vom Singkreis der Volkshochschule Schladming unter der Leitung von Gerhard Bulesnik sowie der Mitwirkung wunderbarer heimischer Musik- und Gesangsgruppen einmal mehr ein stimmungsvolles Adventsingen abgehalten. Unsere regionalen Rückblicke sind ein Spiegel in unsere Region. Eine Region, die pulsiert und wächst, ohne ihre Wurzeln zu verlieren. Beschließen Sie mit uns das Jahr 2016 und begleiten Sie uns mit Energie und Kraft in das neue Jahr.